So, guten Tag. Wir hier bei den Nixnet Talks. Wir besprechen heute in einer größeren Runde die Klardenken-Veranstaltungsreihe, die seit Januar stattgefunden hat, fast wöchentlich, wo wir einzelne Themen besprochen haben, die ja während der Pandemie aufgeflogen sind bzw. hochgekocht wurden. Und wir wollen nochmal jede einzelne Veranstaltung besprechen und dann am Ende ein Fazit bzw. ein Gesamtresümee abgeben, was wir aus der Veranstaltungsreihe ziehen. Angefangen hat die Veranstaltung mit dem Thema Corona-Leugnung versus legitime Kritik an den Corona-Maßnahmen. Und da war jetzt die Jule dabei. Genau, diese erste Veranstaltung fand im Januar statt und war, wenn ich mich richtig entsinne, so ein bisschen auch so eine Grundsatzfrage, die uns überhaupt zu der Veranstaltungsreihe geführt hat, nach den vielen großen Corona-Leugner, Querdenker, Demonstrationen, die es ja auch zum Beispiel in Leipzig und Dresden gab, haben wir so diskutiert, was da passiert, diese rechte Aufladung, die antisemitische Aufladung der Gegnerschaft sozusagen gegen die Corona-Maßnahmen. Das ist aus linker Perspektive nicht unser Feld, da dürfen wir uns nicht gemein machen, aber es wurde auch uns zugetragen, dass Linke auf diesen Demonstrationen sind und wir haben gesagt, wir müssen auch Kritik an den Maßnahmen üben, vor allem an sozialer Ungleichheit und so weiter, die durch die Maßnahmen verursacht wird, und sind auf diese Veranstaltungsreihe gekommen, aus meiner Sicht. Und bei der ersten hatten wir eingeladen einen sehr versierten Kenner der politischen Rechten, der extremen Rechten, David Begrich von Miteinander aus Sachsen-Anhalt, der so eine Analyse und Einordnung der Corona-Leugner-Bewegung geleistet hat, das auch ganz klar sozusagen als neue Mobilisierung, staatsfeindliche, demokratiefeindliche Mobilisierung der Rechten, extremen Rechten markiert hat. Und ich war sozusagen dabei, auch mit der Rolle sozusagen linke Kritik an den Corona-Maßnahmen dort mit einzuflechten und dieses Spannungsfeld aufzuzeigen. Ne? Wo ist die Grenze zwischen, ich sag mal, illegitimer Kritik, weil demokratiefeindlich menschenfeindlich und wo ist sozusagen die Linie, die man auch als politische Linke viel lauter vertreten muss. Ne? Also ein Punkt, kann ich mich erinnern, den ich selbst gemacht habe, war, dass auch über den Sommer die Linke verpasst hat, sozusagen einen großen gesellschaftlichen Diskurs anzustoßen, wie man mit diesem Virus umgeht. Wir haben das zwar in den Parlamenten gefordert, dass Kinder und Jugendliche einbezogen werden, gesellschaftspolitische Perspektiven auf die Krise geworfen werden, aber wir haben es sozusagen nicht ausreichend kommuniziert und haben eigentlich sozusagen den Virologen und der Regierungspolitik das Management der Krise überlassen. Ne? War eine ziemlich gute Veranstaltung, gerade David Begrich, dem hört man sehr gerne zu, glaube ich. Und er hat auch, wenn man jetzt auf die Querdenkenbewegung schaut, recht behalten, dass es so eine große Sammlungsbewegung der politischen Rechten ist. Ne? Und die AfD ist da sozusagen auch sehr, sehr, sehr doll drin verwoben. Vielleicht das erstmal. Punkt. Danke, Jule. Und genau, das nächste Thema war dann auch im Januar, am 12.01. und es hat gepasst, weil es war noch sehr kalt. Mütze, Schal, Handschuhe und Mundschutz, Schule in Zeiten von Corona. Genau, dazu zur Einordnung, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass es natürlich damals heftigste Diskussion gab. Also die Veranstaltung fiel genau in diese Diskussion rein. Sollen die Schulen öffnen oder sollen sie geschlossen bleiben während der Corona-Pandemie? Und dazu kann dann aber die Adelheid was sagen. Ja, genau. Wir haben an der Stelle, also es war ja öfter so in der Pandemie, in den letzten Jahr, dass es immer wieder darum ging, auch bundesweit Schulen offen, Schulen geschlossen und wie sind überhaupt die Ausstattungen in den Schulen. Und haben das so aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Also wir hatten eine Schülerin aus der 11. Klasse dabei, die Laura. Wir hatten zwei Lehrer, den Marco Götze, der auch für uns in der Fraktion im Stadtrat sitzt. Und wir hatten Fabian Wolf von der GEW, der auch so ein bisschen die gewerkschaftliche Perspektive eingebracht hat dabei. Und wir hatten eine Schulsozialarbeiterin, die Julia, dabei. Und haben aus diesen Perspektiven dieses Thema beleuchtet. Und das war eigentlich ganz spannend, weil die verschiedenen AkteurInnen teilweise ähnliche Probleme hatten, aber gar nicht davon wussten, dass es ihnen ähnlich geht. Also dass die LehrerInnen
mit den digitalen Angeboten teilweise ein bisschen ja, überfordert sind, immer wieder umswitchen müssen zwischen Präsenzunterricht und Wechselunterricht und ganz geschlossen, also komplett digital. Und dass es den SchülerInnen auch schwerfällt, da mitzukommen und mitzuhalten und natürlich auch beide Parteien da irgendwie so eine Grundvoraussetzung brauchen, nämlich einen Laptop zu Hause, einen Arbeitsplatz zu Hause, dass das eben so Grundsachen, also so grundsätzliche Dinge waren, die einfach nicht, die wurden innerhalb von diesem Jahr und bis heute ja nicht umgesetzt. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie jeder Schüler, jede Schülerin einen Arbeitsplatz oder einen Laptop zu Hause hat. Und dann haben wir eben auch darüber gesprochen, wie das so aus der politischen, also was man da tun, was passieren muss. Ne? Das ist ja bis heute noch schwierig, irgendwie da ein bundesweit einheitliches Vorgehen zu haben, beziehungsweise überhaupt ein Bundesland. Also das entscheiden immer noch die Schulen irgendwie selber. Jetzt kommt noch dazu, dass es diese Testungen gibt, dass es immer noch keine Impfstrategie gibt. Und mit der Julia habe ich dann in einem einzelnen Linksnet-Talk nochmal drüber gesprochen, wie das eigentlich überhaupt mit den ganzen sozialen und physischen und psychischen Folgen aussieht. Ne? SchülerInnen, die 14 Tage in Quarantäne sind, das ist vielleicht für 11., 12. Klasse einfacher zu bewältigen, aber eben für jüngere Kids ist das schon eine schwierige Situation und das muss irgendwie alles auch jetzt in den Strategien aufgearbeitet werden. Da muss es Angebote geben, wo auch die SchülerInnen das verarbeiten können und das fand ich irgendwie einen wichtigen Aspekt und hoffe, dass das vielleicht auch mit in eine politische Diskussion einbezogen wird. Genau. Danke, Adelheid. Du hast gerade auch den nächsten Talks angesprochen. Den könnt ihr im Übrigen alle auch sehen. Zu den einzelnen Themen gab es hin und wieder einen nächsten Talks. Den seht ihr dann auf unserem YouTube-Kanal, auf den ihr ja schon gestoßen seid, sonst würdet ihr dieses Video hier nicht sehen. Genau. Vom Klatschen wird niemand gesund. Das war auch noch im Januar. Und da habe ich jetzt hier den Thomas stehen, der, ja, was zu der Veranstaltung bzw. die Einblicke aus der Veranstaltung erzählen kann. Thomas. Ja, ich würde gerne spontan ein paar Sätze dazu sagen. Wir hatten also diese Veranstaltung im Januar organisiert von Christian Schäfer, einem Genossen von uns, der gleichzeitig aber auch Verdi-Aktivist ist und Krankenpfleger im Uniklinikum. Und wir hatten eingeladen eine Ärztin, die Jenny Kulnick, zwei Vertreterinnen von dem Projekt Kebel in Leipzig, die sich also um die medizinische Versorgung von Menschen kümmern, die nicht im Regelgesundheitssystem drin sind. Wir hatten den Andreas Menzel eingeladen, den Verdi-Gewerkschaftssekretär für das Gesundheitswesen in der Region Leipzig-Nordsachsen und Susanne Schaber, die gesundheitspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Linken in Sachsen. Und diese, sage ich mal, Konstellation hat uns also etliche sehr interessante Einblicke in die Arbeitswelten ermöglicht, die Arbeitsbedingungen in den Kliniken, in den Arztpraxen. Wir haben über kritische Dinge gesprochen im Gesundheitswesen insgesamt, im Pflegebereich vor allen Dingen und bestimmte Dinge, die damals, sage ich mal, so die Aufreger waren, haben sich unter Umständen jetzt inzwischen auch wieder verbessert oder sind nicht mehr ganz so brisant. Was für mich so der Aufreger dieser Veranstaltung war, das ist eigentlich die gesundheitliche Versorgung von Menschen, die nicht im Regelgesundheitssystem sind. Und das ist auch ohne Corona ein Skandal, so wie das geschildert worden ist. Es gibt Gott sei Dank in Leipzig dieses Projekt Kebel, aber es gibt es woanders, glaube ich, in der Form nicht. Und das ist äußerst schwierig. Und wir haben also innerhalb von, sage ich mal, dieser Corona-Krise seit über einem Jahr also noch zunehmend Probleme. Und da wollte ich die Gelegenheit nutzen, da auch nochmal aufzurufen für Spenden an Kebel. Das ist ein Projekt der Poliklinik Leipzig. Und man kann also auch Arzneimittel direkt spenden, nicht nur Geld. Die kann man in der Sonnenapotheke abgeben. Das habe ich dann mal gemacht. Das war so mein Wichtigstes. Und dann gebe ich ja zurück zu Dirk. Danke,
Thomas. Genau, wir werden auch nochmal den Link zu Kebel in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Dann können die Leute dann auch, oder müssen dann nicht suchen. Genau, dann haben wir die erste Veranstaltung im Februar. Es ging Schlag auf Schlag. War dann alles auf Mute, Kultur während Corona. Da ging es genau um die Kulturstätten bzw. Kunst und Kultur. Und da habe ich hier die Claudia. Hallo, genau, die Veranstaltung war im Februar. Leider hat es da mit dem Stream nicht geklappt und die Veranstaltung kann man leider nicht nachschauen, aber ich sage jetzt einfach kurz was dazu. Und zwar hatten wir zu Gast Winnie Kanowka, das ist die relativ neue Intendantin vom Theater der Jungen Welt. Die hat ein bisschen was dazu erzählt, wie die Eigenbetriebe der Stadt, also Kulturbetriebe, wie es denen geht, während der Pandemie, die ja dann auch schon fast ein Jahr ging. Außerdem war unsere kommunalpolitische Sprecherin zum Thema Kultur, Mandy Gerd, am Start. Und wir hatten auch eine bundespolitische Perspektive, und zwar Karin Ley war da. Die macht ja eigentlich eher Wohnungspolitik, aber hat sich auch dem Thema Clubkultur und Clubsterben angenommen. Genau, und dann war noch eine Person aus dem Mut-Kollektiv, das ist so ein Club in Eutritsch, glaube ich, und der Kollege da hat erzählt, wie es den Betrieben geht, den, beziehungsweise wie es in der freien Szene so läuft. Ich fand ganz spannend bei der Veranstaltung, der Austausch mit Winnie war vor allem sehr interessant. Den Eigenbetrieben geht es natürlich relativ okay durch die ganzen Fördergelder, die eh immer am Start sind. Und ja, wir konnten auch die Gelegenheit nutzen, erstens so für Umbausachen und so weiter, wie das auch viele Betriebe in dem Bereich machen. Aber die konnten sich auch mal darauf konzentrieren, neue Formate auszuprobieren, wie Online-Formate. Und Winnie ist zum Beispiel sehr begeistert gewesen, dass die neuerdings auch Zuschauerinnen aus ganz Deutschland oder aus anderen Ländern haben, die die Veranstaltungen besuchen. Das Theater der Jungen Welt ist ja Kinder- und Jugendtheater. Genau. Zum Thema Clubkultur kann man vielleicht noch sagen, dass Karin schon vor der Pandemie das parlamentarische Clubforum ins Leben gerufen hat. Und da wird halt jetzt mittlerweile auch auf Bundesebene diskutiert. Und jetzt im Mai gab es zum Beispiel den großen Erfolg, dass Clubs als Kulturstätten anerkannt wurden in dem Bauausschuss. Und dadurch können die Rechte in Zukunft auch gestärkt werden. Ja, so viel sagen. Kann sonst noch jemand was ergänzen? Danke, Claudia, für den Einblick. Und genau, als nächstes Thema haben wir Gegessen wird immer, Fragezeichen Gastro, während der Corona-Pandemie. Da war ich zugegen als Moderation und werde auch dazu was sagen. Wir hatten genau die Anna vom Black Label dabei aus Konnewitz und genau auch dann nochmal die NGG, die Gewerkschaft für Nahrung, Gastro und ich habe das letzte G wieder vergessen. Aber egal, genau, und es ging vor allen Dingen auch darum, nochmal einen Einblick zu erhalten, wie sieht es denn überhaupt aus im Gastrogewerbe? Ist es denn wirklich so einfach zu sagen, mach die Gastro doch auf, es gibt einen Außenbereich, wenn die Gastro jeweils einen Außenbereich hat und dass das eben nicht so einfach ist, da natürlich trotzdem Menschen in den Laden wieder rein müssen, um auf Toilette zu gehen oder ähnliches und auch sich da drinnen versammeln können. Genauso sieht es dann auch aus mit Lieferdiensten oder man schwenkt um zum Außenverkauf. Das lohnt sich für viele im Gastrogewerbe nicht und schon gar nicht, wenn es um Kneipen geht. Ja, also einfach Bier verkaufen auf der Straße, das wird so auch nicht funktionieren, besonders nicht, wenn es dann Ausgangssperren gibt. Und deswegen boomt da auch der ein oder andere Lieferdienst und da gab es auch nochmal den interessanten Einblick, wie schlecht die Arbeitsbedingungen auch sind, beziehungsweise wie schlecht auch die Bezahlung ist. Genau, und was ich auch noch wichtig finde und auch vor allen Dingen heute immer noch aktuell ist, tatsächlich, so traurig es klingt, aber viele Novemberhilfen sind noch nicht ausgezahlt worden und teilweise immer noch nicht ausgezahlt. Also es sind ja diese Abschlagszahlungen, das ist schon ein bisschen absurd und es gibt so einen ganz bürokratischen Wulst an Themen, die man da abarbeiten muss.
um überhaupt an diesen Hilfen zu kommen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen absurd. Aber gut, werden wir dann sehen, wie dann der Sommer die Innenstadt aussieht. Genau, als nächstes Thema haben wir: vom Virus sind alle gleich, soziale Ungleichheit in der Pandemie. Das war ein Riesenthema und da war auch die Jule wieder zugegen. Ja, ist ja so ein Kernthema, was so in der großen Debatte um Corona oft runterfällt. Wir hatten ein schönes Podium. Einerseits Katja Kipping als sozialpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Brunhild Fischer als Vorsitzende von Schia e.V., das ist ein Verband, der Alleinerziehendenrechte in Sachsen vertritt. Und wir hatten drei Leute von Direct Support, ein Projekt aus Leipzig, was quasi ganz konkrete Unterstützung für Menschen, die keine Krankenversicherung haben, ihre Miete nicht zahlen können und so weiter leisten, indem sie Spenden sammeln. Und das die Veranstaltung hat sozusagen erstmal die Situation nochmal beschrieben, wie Menschen, die sowieso schon ökonomisch deklassiert sind, also zu wenig Geld zum Leben haben, wie sich für sie die Situation in Corona-Zeiten nochmal verschärft. Das ist sozusagen dieses klassische Beispiel: jemand, der eine kleine Wohnung hat und zu Hause bleiben muss, der hat größere Probleme als jemand, der, weiß ich nicht, eine große Wohnung hat und vielleicht noch einen Garten dazu, Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien sind viel stärker sozusagen auch zurückgeworfen auf nichts, kann man sagen. Ne? In Kita und Schule gibt es vielleicht noch eine kostenlose Mittagsessensversorgung. In Lockdown-Zeiten gab es da gar nichts mehr und auch kaum Kommunikation oder Kommunikationsmöglichkeiten, die digitalen Endgeräte fehlen und so weiter. Ne? Also diese ganze Problemlage, die Brunhild dann auch nochmal geschärft hat für die Alleinerziehenden, die ja eh sehr armutsgefährdet sind. Das war schon sozusagen beeindruckend, negativ beeindruckend sozusagen. Und dann wurde natürlich über notwendige Maßnahmen geschrieben. Und mir ist auch so im Hinterkopf gehalten, die Linke fordert ja einen Pandemiezuschlag seit März 2020, mindestens 100 Euro im Monat zusätzlich für Transferleistungsempfänger, fordert eine Vermögenssteuer, um die Kosten der Krise, die ganzen Kredite, die jetzt sozusagen, oder Verschuldungen, die vorgenommen wurden, sozusagen aufzufangen und nicht auf den Schultern der Ärmeren sozusagen abzuladen. Mir ist aber auch noch im Hinterkopf behalten, weil das auch Sachsen tangiert, dass Brunhild erzählt hat, dass sie mehrfach Briefe an Michael Kretschmer geschrieben haben und Forderungen aufgestellt haben für die Gruppe der Alleinerziehenden, zum Beispiel, was die den Zugang zur Notbetreuung in Kita und Schule betrifft, aber auch ökonomische Hilfen, und dass sie keine Antwort bekommen haben. Also auf mehrfache Ansprache von den Verbänden, die es gibt, da ist ja Schia nur einer, ist sozusagen nichts gekommen. Ne? Und dann ist sozusagen natürlich auch erörtert worden, das, was Direct Support macht als emanzipatorischer Lebenshilfe, kann natürlich sozusagen nur eine kleine Facette sein oder ist eigentlich nicht die Lösung. Man braucht eigentlich die strukturelle Lösung, aber trotzdem haben, glaube ich, alle auf dem Podium und auch im Auditorium anerkannt, dass diese schnellen, unkomplizierten Hilfen, dass die wirklich auch Menschen helfen. Und ich glaube, die haben auch schon fast 100 Menschen helfen können durch diese Spendensammlung. Also es war eine gute Veranstaltung, wo nochmal sozusagen so, genau, soziale Ungleichheit in dieser Gesellschaft, die sich durch Corona verstärkt und was Gegenmaßnahmen sein könnten, fokussiert wurden. Danke, Jule. Es sind übrigens alle gut in der Zeit bisher. Also ich weiß nicht, ob ich selbst gut in der Zeit bin, das habe ich jetzt nicht überprüft, aber alle sind bestimmt gut in der Zeit. Und gut in der Zeit sollte man auch im Sport sein. Was für eine Überleitung. Vereine versus Virus haben wir dann nämlich im März gehabt als Thema. Und da haben wir den Jens hier. Jens. Genau, wir hatten eingeladen einen Vertreter vom Kreissportbund Mittelsachsen, Benjamin Karlert. Wir hatten Franz Leonhardt dabei von den Uniriesen und unsere sportpolitische Sprecherin im Landtag, Marika Tendler-Valenta. Und es ging im Prinzip im Großen und Ganzen tatsächlich sehr konkret um die Fragen, wie
läuft es gerade bei den Breitensportvereinen. Benjamin Karlert vom Kreisbund Mittelsachsen konnte da viel berichten über die Problemlagen, die es da gibt. Die sind weniger finanzieller Natur bei den Vereinen, sondern organisatorischer. Und bei vielen Vereinen ist es auch so, dass die Mitglieder einfach inzwischen den Vereinen abhanden kommen. Ne? Also es kommen keine neuen Mitglieder dazu, so im Kinder-Jugendbereich gerade jetzt. Und das haben tatsächlich viele gekündigt. Und das hat natürlich auch sicherlich dann wieder teilweise finanzielle Gründe bei den Mitgliedern der Sportvereine gehabt. Genau, er hat berichtet, dass er wahrscheinlich mehr zu tun hatte als vorher, weil das Beratungsangebot, also weil sie ein unheimlich breites Beratungsangebot und einen Beratungsbedarf bei den Vereinen haben. Wir haben viel darüber gesprochen, was eigentlich nicht geht. Das war ja auch so im März gerade zum Höhepunkt der zweiten Welle und mit den ganz hohen Inzidenzen, wo also breitensportmäßig tatsächlich quasi nichts ging, also auch im Jugendbereich nur ganz wenig möglich war. Da die Unterschiede nochmal erläutert zwischen den Hallensportarten und den Sportarten im Freien und den Sportarten, wo man die man alleine ausübt oder ohne Kontakt mit anderen und so weiter. Ein positives Gegenbeispiel, was wir gefunden hatten, war Franz Leonhardt, der bei den Uniriesen tätig ist, also im Basketballverein, die ganz viel digitale Angebote geschaffen haben mit unheimlichem ehrenamtlichem Engagement. Wo genau also die Teams quasi sich im Online-Stream zusammenfinden und dann gemeinsam Übungen ausgeführt haben und ja genau, das haben sie auch wirklich breite Füße gestellt. Die hatten dann auch kein Problem tatsächlich mit sinkenden Mitgliederzahlen. Genau, das war sozusagen unser Gegenbeispiel und wir haben mit dem Sportjournalisten Uli Krömer dann noch ein bisschen die Situation besprochen, diese krass auseinanderklaffende Schere zwischen Breitensport und Profisport, die wir da nochmal ganz gut aufgearbeitet haben, genau, und Marika hat einiges mitgenommen für ihre Arbeit. Und konnte berichten, dass das Thema auch im Landtag gerade eher eine mittelschwere Rolle spielt, sozusagen. Genau. Ich glaube, ein konkretes Ergebnis war noch, dass Uli Krömer auf jeden Fall sich mit dem Thema Ehrenamt nochmal beschäftigt hat und fürs Neue Deutschland dann Artikel geschrieben hat, wo dann Benjamin Karlert unter anderem drin vorkam. Genau, das fand ich dann einen schönen Outcome. Genau, soweit zum Sport. Danke, Jens, für die Einblicke. Da auch nochmal kurz der Hinweis, ihr könnt ja alle Veranstaltungen auch nochmal nachschauen, oder nicht alle Veranstaltungen, stimmt nicht, ist gelogen, aber viele der Veranstaltungen, die wir hier besprechen, könnt ihr nochmal nachschauen und dann werdet ihr auch feststellen, dass wir eigentlich immer eine Politikerin, Politiker mit im Boot hatten, die diese Themen nochmal mitnimmt. Genau, die nächste Veranstaltung hat den schlüssigen Satz, wer zu Hause bleiben soll, braucht eine Wohnung. Da haben wir erstmal die Claudia, die nochmal was dazu sagen kann. Claudia? Ja, die Veranstaltung kann man auch nachschauen. Da ist leider die Tonqualität nicht so top, aber schaut die euch an, ist wirklich gut. Mit Kopfhörern geht es als Tipp. Genau. Und der Titel der Veranstaltung hat es auch schon gesagt, wer zu Hause bleiben soll, braucht eine Wohnung. Vor allem in Pandemiezeiten, wo sich alle zurückziehen sollen, ist ja eigentlich im Wohnraum irgendwie sich auch, dass Menschen nicht gedrängt in kleinen Wohnungen leben. Und das Thema haben wir dann ein bisschen beleuchtet. Und zu Gast waren Barbara von der Wohnungslosenhilfe Safe aus Leipzig, dann Niklas als wohnungspolitischer Referent der Linksfraktion im Bundestag. Jule war auch da, macht ja auch viel Wohnungspolitik auf Landesebene und als Stadträtin auch. Und Carsten Möller, er hat mit anderen zusammen eine Art Nachbarschaftsinitiative im Musikviertel gegründet in Zeiten der Pandemie, weil auch die LWB während der Pandemie einfach ihre Mieten weiter erhöht hat, so wie sie das immer vorher auch machten und machen müssen und so weiter. Und es ist ganz toll, dass sich da eine Gruppe gefunden hat, die auch in die Öffentlichkeit getreten ist und gesagt hat, dass das irgendwie nicht geht. Ja, also dieses Problem mit der Wohnungsfrage, das ist ja irgendwie schon länger und vor allem betrifft das ja auch die Großstädte, wo bezahlbarer Wohnraum immer knapper wird. Und es hat sich, glaube ich, zu Beginn der Pandemie die Frage gestellt, was jetzt passiert mit dem Immobilienmarkt, weil Krise heißt ja irgendwie auch Wirtschaftskrisen immer und da hatten einige Investoren oder EigentümerInnen Angst, dass Häuser an Wert verlieren und irgendwie ist das Gegenteil eingetreten. Immobilien sind wirklich noch wertvoller geworden. Die Gewinne sind noch mehr gestiegen. Wir hatten irgendwo
eine Zahl, ja. Vonovia steigte seinen operativen Gewinn 2020 um 10,6% auf 1,35 Milliarden Euro. Also das ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Genau. Weniger profitieren ja, von Mietzahlungen vieler, ich weiß nicht, Kapitalismus halt. Vielleicht mag Julia noch was zum Housing First sagen. Dazu hat sie nämlich noch was erzählt in dem Bereich. Naja, vielleicht noch ganz kurz ergänzt, es gab bis auf die Zeit März bis Juni 2020 überhaupt keine Maßnahmen für Mieterinnen und Mieter. Es gab kurzen Zwang, ein Kündigungsmoratorium, was aber dazu führt, dass Mietschulden sozusagen angestaut werden und bis Juni 2022 zurückgezahlt werden müssen. Da werden wir noch sehen, ob sozusagen die Armutsfalle da auch noch hervortritt. Und Wohnungslose sind natürlich ganz besonders betroffen von der Pandemie, haben kein Zuhause und nach oder ein paar Wochen nach der Veranstaltung hat der Stadtrat von Leipzig ein Housing First Modellprojekt für Leipzig beschlossen. Ziemlich cool. Kann natürlich das Problem der Wohnungslosigkeit im großen Maßstab nicht lösen, aber schafft erstmal für, ich glaube, 30 Menschen, die lange auf der Straße leben, auch besonders schwere Problemlagen haben, eine Möglichkeit, erstmal bedingungslos in eine Wohnung zu ziehen, die die Stadt auch zur Verfügung stellt. Sie können auch wählen aus verschiedenen Wohnungen, also kriegen keine vorgesetzt. Und dann wird geschaut sozusagen, ob sich sozusagen die Straßenkarriere sozusagen abbrechen lässt und die Menschen sozusagen ein für sie vielleicht besseres Leben in eigenen vier Wänden sozusagen beginnen lässt. Und die Auswertung von Housing First Projekten europaweit, die sind sehr positiv, also zeigen so 80-90% Erfolgsquote, dass Menschen wirklich in ihrer Wohnung bleiben. Und das Spezifische bei Housing First ist, dass sie keine Bedingungen erfüllen müssen und soziale Betreuung auch freiwillig in Anspruch nehmen können. Das war im Stadtrat hier so ein bisschen umstritten dann noch, aber ist dann so beschlossen worden. Ne? Insofern kann vielleicht perspektivisch das Problem auch gelöst werden, wenn immer mehr Wohnungen da explizit auch zur Verfügung gestellt werden durch die LWB in dem Fall. Okay, danke Jule. Und dann hatten wir eine Veranstaltung You Remember. Es gab mal so etwas wie Festivals. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, aber vielleicht hilft uns die Adelheid auf die Sprünge. Ja, das war eine sehr spannende Veranstaltung. Wir hatten ein großes Potpourri an Menschen, die verschiedene Festivals in Sachsen und auch außerhalb organisieren. Also es war jemand da von Back to Future, vom Highfield, vom Crossover aus Grimma, vom Rock am Kuhteich und vom Live-Kombinat, so ein Zusammenschluss von verschiedenen VeranstalterInnen in Leipzig. Und wir haben so einen Blick zurückgeworfen, weil das ja vor allem im letzten Jahr so ein Thema war, dass Festivals kurzfristig eben abgesagt werden mussten, nicht stattfinden konnten wegen Corona. Und was dann eigentlich die VeranstalterInnen und alle, die mit dazugehören, da wie sie damit umgegangen sind und was auch die Fans vor allem davon hielten und wie das so weitergehen kann, haben dann geschaut, wie es so nächstes, also wie es so jetzt dieses Jahr sein wird. Und es stand auch noch im Raum, dass das Rock am Kuhteich, was jetzt vorletztes Wochenende hätte stattfinden sollen, stattfinden kann. Da wurde über Hygienekonzepte gesprochen. Also da haben sich die VeranstalterInnen schon echt einen Kopf gemacht, so, ne, und haben sich da wirklich sehr konkret überlegt, wie kann das funktionieren, wie kann man die Menschen auch sicher durch so ein Festival führen, mit Abständen, mit also es sollte mit Sitzplätzen stattfinden. Es hätten nur die kommen können, die sich anmelden, wo man eben auch Kontakte nachverfolgen kann und so weiter. Also der Lutz, der von am Kuhteich dabei war, der hat sich da wirklich umfassend irgendwie informiert. Und das sollte eigentlich auch so ein bisschen so ein Paradebeispiel für die weiteren Veranstaltungen sein, die stattfinden sollen. Es konnte nun aber nicht stattfinden, aufgrund eben verschiedener Faktoren, auch der Inzidenzen und genau, das ist ja auch alles ein bisschen schwierig. Also die ganze Gemengelage und was noch so eine Rolle spielte, waren vor allem auch die hinter der Veranstaltung mit dabei sind, also BühnenbauerInnen, die GetränkehändlerInnen, die so ein bisschen aus dem Fokus geraten, aber die es nochmal viel härter trifft, weil die ja davon leben. Also
die VeranstalterInnen selbst haben gesagt, sie machen das zum großen Teil nebenbei, da passt das, da kann man das mal ausfallen lassen, aber eben die, die Technik machen und so weiter und so fort, leben davon und haben natürlich große Einbußen. Und ein weiteres Thema war noch die Kultur, die Subkultur, die damit einhergeht, die ja auch für viele, vor allem auch im ländlichen Raum, damit wegfällt. Ne? So Freiräume, die mal für ein Wochenende geschaffen werden, wo man Leute trifft, die ähnlich denken, die ähnliche Musik hören, mit denen man einfach sich vernetzt, austauscht und eine coole Zeit erlebt. Und das fehlt natürlich jetzt vielen Menschen. Und ja, alle waren aber so der Hoffnung, dass das dieses Jahr irgendwie wieder wird und dass man eben mit verschiedenen Konzepten dann hoffentlich im Sommer, wo dann auch die Inzidenzen, wo dann auch viel mehr Leute geimpft sind, dass man das dann wieder durchführen kann. Wir sind da gespannt. Ich beobachte das immer ein bisschen mit, weil ich selber auch gerne auf Festivals gehe und hoffentlich auch bald wieder gehen kann. Genau, also hoffen wir, dass das bald wieder wird. Ja, das hoffen wir alle und ja, fast stichpunktmäßig kommt dann auch die letzte Veranstaltung eigentlich und die hieß, wann ist es endlich vorbei? Corona, Lockdown, Kapitalismus. Was genau wir davon meinen, das weiß man noch nicht so genau. Und ich würde einfach sagen, weil wir jetzt niemanden haben, der über die letzte, also über diese Abschlussveranstaltung nochmal reden kann, dass wir einfach das nutzen, um nochmal ein Resümee oder ein Fazit zu geben zu der kompletten Veranstaltungsreihe und würde einfach die Leute nach und nach dran nehmen. Fang mal von meinem Monitor aus gesehen unten rechts an beim Thomas, was er von der Veranstaltung insgesamt hält. Das ist schön. Ich hatte mich auch gemeldet, dass ich anfangen möchte. Wir hatten ja irgendwie mal ganz am Anfang, Ende letzten Jahres zusammen die Idee, die Jule, der Dirk und ich haben uns das erste Mal getroffen. Und ich finde es gut, dass wir diese Veranstaltungsreihe dann mit anderen zusammen, mit Claudia und Jens und Max und Adelheid zusammen organisiert haben und so lange durchgehalten haben. Es war in der längsten Veranstaltungsreihe, an die ich mich erinnern kann, so beim Dingsnet mit einer guten Frequenz. Ich finde es auch gut, dass wir diesen Punkt mal, präsentiert haben, dass es auch Kritik von links an den Corona-Maßnahmen der jeweils Regierenden im Land, im Bund, in der Stadt gibt und dass es auch Probleme gibt, Problemlagen, die wir wahrnehmen als Linke. Das ist meines Erachtens Arbeit der verschiedenen Parlamente, Stadtparlament, Landesparlament, Bundestag ein bisschen untergegangen. Also da finde ich gut, dass wir diesen Bereich noch mal ein bisschen beleuchtet haben, was wir da für Kritik haben, was wir für Probleme sehen. Ich möchte aber mal noch auf eine Sache hinweisen. Wir haben also hier im Wesentlichen über deutsche Probleme gesprochen. Und ich finde, bei allen Problemen, die es in Deutschland gibt, unsere Probleme, sind im Großen und Ganzen, fast schon Luxusprobleme. Also das Gejammer im Augenblick in Deutschland, da ist diese Woche dieses Problem ganz gewaltig und nächste Woche das nächste. Und es ist alles ganz furchtbar. Und man könnte den Eindruck gewinnen, Deutschland ist das Bangladesch Europas und sowas. Wir kriegen vielleicht noch was mit von der europäischen Diskussion, weil bestimmte Probleme europäisch angelegt sind. Wir kriegen aber nichts mehr mit, schon von den Ländern, wo ein Haufen Migranten bei uns hier sind. Oder von weltweiten Problemen. Das fehlt mir in der Debatte generell sehr stark. Und ich will mal ein Beispiel bringen. Ich habe jetzt inzwischen einen guten syrischen Bekannten. Der ist seit 2013 hier. Seine Familie ist aber noch in Syrien. Jetzt wohnen die schon in der Hauptstadt, in Damaskus. Der Onkel ist an Corona gestorben. Der Vater lag wochenlang im Krankenhaus und brauchte Sauerstoff zur Beatmung. Den Sauerstoff müssen die selber bezahlen. Den Krankenhausaufenthalt muss die Familie selber bezahlen. Den Impfstoff, wenn sie welchen hätten, müsste die Familie selber bezahlen. Und es gibt viel, viel zu wenig Impfstoff. Wir haben hier in Deutschland zu wenig, weiß ich. Aber dort gibt es wirklich das Handverlesen, den Impfstoff für Leute, die sehr viel Geld dafür bezahlen. Bei uns ist die Impfung kostenlos. Das sollte man nochmal zur Kenntnis nehmen. Für einen kleinen Moment. Ja? Und dort gibt es halt dann auch Leute, die zum Regime gehören, die werden bevorzugt behandelt. Die bekommen den Impfstoff, die anderen nicht. Die oppositionellen Gruppen bekommen das nicht. Und ich weiß auch nicht, wie die Lage in Kurdistan ist zum Beispiel. Da habe ich auch lange nichts gehört. Die,
Das ist nochmal ein Sonderproblem. Wir haben auch ein selbstorganisiertes Gesundheitswesen. Also solche Dinge spielen in unserer Debatte kaum eine Rolle. Und das ist ein bisschen schade. Das ist meine Kritik auch an uns selber so ein bisschen. Und auch ein Fazit für die Veranstaltung. Wir sprechen halt über Festivals, die nicht stattfinden zum Beispiel. Sorry, Adelheid. Der nächste bitte, die nächste bitte. Möchtest du gleich weitermachen? Ja, klar, da hast du recht. Also, dass wir uns natürlich hier mit Luxusproblemen beschäftigen. Was ich aber nochmal aus der Veranstaltungsreihe mitgenommen habe, ist, dass es halt auch wichtig ist, die Betroffenen zu hören. Ne? Also gerade auch an dem Beispiel, was du jetzt sagst, man weiß von den Problemen nichts, wenn man nicht mit den Leuten spricht, die haben. Und fand es auch gut, dass wir immer PolitikerInnen dabei hatten, die, klar, der Satz, ich nehme das mal mit, den kennt man und dann wird vielleicht nichts draus, aber es macht doch nochmal was und es schafft so ein Bewusstsein auch, dass wir jetzt vielleicht privilegierter sind und hier in unserem Homeoffice sein können, dass aber andere eben gerade existenzielle Ängste haben, ne? Und beziehungsweise auch teilweise Dinge, ihr Leben komplett umkrempeln müssen oder auch Dinge einfach aufgegeben haben in ein Geschäft oder in eine gastronomische Einrichtung, die man sich irgendwie übers Leben erarbeitet hat, wo man irgendwie drauf gespart hat und so, was man jetzt einfach schließen muss, weil eben diese scheiß Pandemie aus verschiedenen Gründen nicht in den Griff bekommen wird. So, das fand ich schon ganz interessant und dass wir auch wir haben jetzt irgendwie 10 Veranstaltungen aufgezählt und darüber gesprochen und das ist also die Themenbreite ist halt mega krass, ne? Und dass jetzt nicht alles von heute auf morgen da erfolgreich bewältigt wird, ist uns auch allen klar. Aber dass halt vieles angegangen werden muss und es jetzt seit über einem Jahr nicht passiert ist, das ist halt auch so eine Sache. Die Möglichkeiten stehen bereit, ne? Und man muss eigentlich, also da fragt man sich immer, warum passiert da nichts? Aber wir haben auch immer ein bisschen versucht, was Positives mit rauszunehmen. Das haben wir jetzt auch genannt. Also es sind noch ein paar Dinge, die sich auch gut entwickeln und wo man vielleicht auch Dinge, gerade so für den Bildungsbereich, habe ich das für mich auch mitgenommen, dass man da auch positive Sachen, ne? Also diese ganze Digitalisierung ist auch zum Beispiel ein Angebot für mehr Inklusionsmöglichkeiten. Also man kann auch SchülerInnen mit einbeziehen, die eben zu Hause bleiben müssen aus ob jetzt Pandemie oder anderen Gründen. Und das sollte erhalten bleiben und das sollte man vielleicht auch mitnehmen als positives Feedback. Jetzt habe ich keine Überleitung gefunden, ne? so ein Mist. ja, Jens, willst du vielleicht einfach weitermachen? Ja, mich beschäftigt dann auch immer noch so ein bisschen die Tatsache, dass quasi der Protest rund um die Corona-Maßnahmen eben kein Linker war und auch keiner ist, ne? Also so diese großen Protestbewegungen und der Vorwurf, mit dem ich zumindest öfter mal konfrontiert war, dass die Linke, also wir als linke Menschen, es auch verpasst haben, quasi diese, was sich in Leipzig dann zu den Schwurbler-Demos entwickelte, da präsent zu sein oder ausreichend oder so. Und ich kann mit dem Vorwurf nicht so richtig was anfangen. Ich hatte schon den Eindruck, dass es auch linke Angebote gab, dass es auch linken Protest gab, der sich auf jeden Fall Zahlen, also was die Zahl der Teilnehmerinnen angeht, vielleicht immer ein bisschen kleiner war und da diese Schwurbler-Demos sich eben in eine ganz andere Richtung entwickelt haben, die wir eben auch nicht unterstützen können und so, ne? Das ist auf jeden Fall festzuhalten. Genau, aber ich weiß nicht genau, wie ihr das seht, aber dieser Vorwurf, dass wir quasi zu wenig gemacht hätten, nicht gemacht hätten, um irgendwie präsent zu sein, den kann ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Wir haben halt unter anderem ja auch diese Online-Veranstaltung gemacht, aber die haben natürlich einen anderen Impact und so weiter und so fort. Also ich weiß, eine breite Debatte auf jeden Fall. Die glaube ich, naja, also das ist ja noch nicht zu Ende, die Pandemie, ne? Jens, sind noch jemand dran oder soll ich jemanden aufrufen? Ich weiß nicht. Jule! Jo, ich
Ich bin gar nicht so sortiert, aber ich habe mir tatsächlich auch im Verlauf der Veranstaltung Gedanken gemacht, warum denn bei der ersten, wo es sozusagen um die Corona-Leugnung ging, so richtig viele Leute da waren, 80, 90 Leute. Und dann haben wir die wichtigen Einzelthemen, die sozialen Themen auch behandelt, die Kritik aus linker Perspektive. Und es wurden immer weniger Teilnehmer. Ne? Und das kotzt mich schon so ein bisschen an. Auch das war auch ein bisschen Thema in der ersten Veranstaltung, dass sozusagen diese Fixierung auf die Beobachtung von rechten Akteuren und Bewegungen, das ist wichtig und richtig und es ist gut, dass Leute das auch systematisch machen. Aber da ist sozusagen das Interesse, die Sensationslust viel größer als sozusagen dann zu sagen, ey, wir müssen uns mal sammeln, wir müssen solidarische Proteste organisieren, auch wenn das schwer ist in Corona-Zeiten. Das wurde in der ersten Veranstaltung auch ein bisschen versucht aufzuzeigen, dass es schon kleine Bündnisprozesse gab mit den solidarischen Gesundheitsinitiativen für die Auflösung der Lage in Moria und so weiter, vor allem während des ersten Lockdowns, dass aber niemals diese Größe und Breite gewinnen konnte, wie diese rechten Sammlungsbewegungen oder die Proteste dagegen. Und für mich ist immer auch so ein Sinnbild, wenn so linke Jugendliche bei diesen Corona-Leugner-Demos als Hauptkritik formulieren, dass die keine Masken tragen. Das ist für mich immer so die Kapitulation vor allem sozusagen. Ne? Sind wir jetzt die exekutieren wir die staatlichen Maßnahmen jetzt? Ist das unsere Antwort auf rechte Akteure? Nö, ist es nicht. Ne? Und ich denke, wir haben sozusagen viele Facetten der Missstände in der Corona-Krise aufgezeigt, wo wir ja auch immer sagen oder die Linke auch sagt, das sind Missstände, die schon vorher geherrscht haben, Verteilungsprobleme, soziale Deklassierung, die in der Politik schon immer angelegt ist, aber sich verschärft. Und ich frage mich trotzdem, wo bleibt der Aufschrei, ne? So für die einzelnen Teilbereiche, ne? Und wo auch beim Thema Kneipensterben oder so, wo unterscheiden wir zwischen Meckern, was sich so gegen den Staat richtet und vielleicht auch so nach rechts sich wendet, oder dem Formulieren zwischen echten ökonomischen Problemen und dem Fordern, jetzt nicht Öffnung von allem und Corona ist gar nicht so schlimm, sondern die finanziellen Hilfen, die notwendig sind. Ansonsten stimme ich Thomas zu und man muss ja der Ehrlichkeit halber sagen, dass wir eine Veranstaltung zu dem Thema globale Perspektiven auf Corona hatten, die auch nicht so gut besucht war, aber sehr wichtig, glaube ich, auch für die Debatte, um diesen nationalen Blickwinkel zu verlassen. Also ich freue mich, dass wir es gemacht haben, würde mir aber wünschen, dass bestimmte Aspekte, die wir dort aufgegriffen und auch formuliert haben, auch stärker sozusagen in so einer Gesellschaft sich irgendwie wiederfinden und zu Organisierungen führen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die darüber diskutieren. Und jetzt bleibt noch Claudia oder Dirk, ne? Claudia? Jetzt geht's hoffentlich. Ja, mein Rechner kackt bald ab. Also ich fand die Veranstaltungsreihe wirklich auch sehr gut und komplex und es ist eben auch wichtig, die verschiedenen Bereiche irgendwie zu beleuchten. Und letztendlich hat es ja auch in vielen Bereichen gezeigt, dass die Probleme vorher schon bestanden und die Pandemie das alles irgendwie nur verstärkt hat, egal ob jetzt in Bezug auf verschwörungstheoretische Meinungen, die extrem ausgebrochen sind mit diesen ganzen Corona-Leugner-Menschen und auch wiederum den Umgang mit CDU oder der sächsischen Landesregierung mit rechten Akteurinnen, die dann irgendwie eingeladen werden oder zum Dialog geladen werden. Und ja, weiß ich nicht. Oder auch im anderen Bereich, im Pflegebereich, die Arbeitsbedingungen. Das ist ja schon lange klar, dass wir ein Problem in der Pflege haben. Oder ja, auch die KünstlerInnen, die Freiberuflichen, die jetzt erst gerade wieder anfangen können, irgendwie für die Zukunft zu planen und irgendwie deren ganzes Einkommen weggebrochen ist. Mal gucken, wie es weitergeht. Irgendwie ja, sind alle sehr pessimistisch, habe ich das Gefühl, dass die Pandemie auch so, ja, so einen positiven Outcome in bestimmten Bereichen haben kann. Und ich würde mich auch Thomas gerne noch anschließen und die Linke fordert ja zum Beispiel seit Mitte des letzten Jahres, gibt die Patente frei für die Impfstoffe. Das wird jetzt erst gerade diskutiert, wo die Hälfte der Leute in Europa geimpft sind oder so. Ja, ein bisschen spät. Naja, Dirk, du hast das Schlusswort. Ja, genau. Danke, Claudia. Ich
weiß noch, dass wir letztes Jahr, das war nach November, nach der großen Demonstration von Querdenken in Leipzig, am 7. November war das, glaube ich, ne, wenn ich das noch im Kopf habe, dass Thomas, Jule und ich uns dann nochmal zusammengesetzt haben und überlegt haben, ob wir, was wir mal überhaupt machen, weil sich so eine Resignation auch ein bisschen breit gemacht hat. Und also bei mir eine gewisse Fassungslosigkeit in Anbetracht dessen, wer alles bei diesen Querdenken-Demos mitläuft und wo man die zuordnen würde. Und habe mir gedacht, immer, man muss auch ein eigenes Angebot schaffen. Und so haben wir drei uns zusammengesetzt und es kam dann eben diese Klardenken-Reihe raus. Und mir ist natürlich klar, dass wir jetzt hier nicht so eine riesen Massenbewegung ins Land ziehen werden, aber ich finde es schon gut, überhaupt drüber zu diskutieren, auch zu zeigen, dass die Linke, also die linke Gesellschaft auch drüber diskutiert, auch teilweise unterschiedliche Meinungen hat. Das ist, glaube ich, so das größte Problem, warum so eine Bewegung oder so ein Protest wie zum Beispiel aus Leo Covid nicht so ganz funktioniert aus linker Perspektive, weil man sich selbst auch uneins ist, also innerhalb der linken Blase, was denn jetzt eigentlich die richtige Lösung ist oder der richtige Weg ist. Genau, ich fand es aber gut, dass wir uns darüber tatsächlich unterhalten haben und ich zumindest habe viel mitgenommen. Also vieles, was ich noch letztes Jahr vielleicht auf Twitter und Co. scharf kritisiert habe, würde ich heute vielleicht so auch nicht mehr kritisieren. Ne? Also Kneipenschließung zum Beispiel, warum werden die Kneipen geschlossen, es gibt auch Außenbereiche etc. Ja, würde ich vielleicht heute so nicht mehr so einfach oder verkürzt darstellen. Genau, deswegen fand ich das gut und wichtig, dass wir das gemacht haben. Finde aber weiterhin es sehr, sehr schade, dass wir kaum durchdringen und kaum vordringen bei dem Thema oder auch bei der Pandemie allgemein. Und ja, scheinbar einfache Lösungen, einfache Wege für die meisten Menschen zielführender zu erscheinen sein, obwohl es nicht so ist. Gucken wir mal, wie das sich so in Zukunft abbildet. Ich weiß nicht, ich bin seit letzter Woche ein bisschen positiver als dich vielleicht an der Impfung. Wir können ja mal fragen, wer hat denn hier schon seine mindestens erste Impfung erhalten? Da kann ja mal die Hand heben. Okay, Jule nicht, das ist als Abgeordnete im Sächsischen Landtag ist, ja, das ist Wahnsinn. Genau, nee, aber kriegen wir dann alle noch, dann bin ich vielleicht doch nicht mehr so positiv, wenn das so wenige sind. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, wir machen Schluss. Ich wollte noch sagen, dass noch mehr Leute beteiligt waren an der Klardenken-Reihe, die heute nicht hier sein können. Es waren viel, viel mehr und an die wollen wir auch nochmal Danke sagen. Und verabschieden uns und wünschen euch noch eine schöne Zeit.